Sagen Sie mal jetzt noch einmal kurz zum Franz Josef Strauß und Helmut Kohl. Das sind ja zwei Elefanten gewesen, zwei Giganten, die, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht hätten sein können. Und da schreiben Sie von einer Begegnung, die finde ich, da habe ich mich gefragt, wie, also der Strauß hat einen Kohl eingeladen. Also die zwei verstanden sich ja auf unterschiedliche Art und Weise. Genau. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Und Strauß litt immer ein bisschen darunter, dass er nicht im Bonner Kabinett war. Und das wollte er eigentlich unter Helmut Kohl auch nicht mehr. Also, aber dann war er auch wieder unten unzufrieden, wenn er dann behauptet hat, das sei das schönste Amt der Welt, habe ich ihm das nie geglaubt. So. Und Kohl, um das Verhältnis zu verbessern und die Spannung zu entspannen, bot ihm an, ich komme runter, ohne jede Sicherheit. Und wir machen Spaziergang. Und du holst mich ab, etwa mit einem Land Rover. Und dann fahren wir in die Berge, da gehen wir ganz inkognito miteinander spazieren. Also der Kohl kommt an, der Strauß holt ihn am Flieger ab, sie steigen ein, der Strauß am Steuer, fahren auf der Autobahn und es macht plötzlich tak, tak, tak und geht nicht mehr weiter. Kein Sprit mehr drin. Kein Sprit. Strauß sagt, Herrschaft, seiten dir Sauburben, haben es wieder nicht auftankt. Gell? Also er meinte seine Söhne. Gell? Sagt aber, wir haben ja Gott sei Dank einen Reservekanister. Geht hinten, holt den Reserve, will den holen, jetzt ist der auch leer. Jetzt geniert sich der Strauß und sagt, nimmt den Kanister, wart hier Helmut, ich hol aus dem nächsten Ort Benzin. Gut. Kohl bleibt am Auto stehen, Strauß marschiert, die Autos fahren vorbei, sehen, Gottes Willen, da sieht einer aus wie Kohl, fahren ein Stück weiter, da läuft einer mit dem Kanister, sieht aus wie Strauß. Irgendeinem wird es dann einmal zu dumm und er hält bei Kohl. Sagt der Kohl, ja, ich bin's, schauen Sie mich nicht so an. Da schrecken Sie nicht weiter, da 1,5 Kilometer weiter, das ist Strauß. Da fahren Sie jetzt vor, bei dem halten Sie, nehmen Sie ihn mit, fahren Sie auf die nächste Tankstelle und dann kommen Sie wieder zurück. Dann machen Sie sich verdient ums Vaterland. Also, so ist es passiert, nicht wahr? Nur ist er unglücklicherweise auf der anderen Seite zurückgekommen. Jetzt stand der Strauß mit dem Kanister auf der anderen Seite der Autobahn. Klingt wirklich dazwischen nur ein Witz. Eine relativ hohe Mauer und Strauß kam allein nicht rüber. Jetzt ist der Kohl zuerst rüber auf die andere Seite, hat den Strauß hochgehoben, den Kanister rüber, hat sich dann selber. Und das während Hunderte von Autos immer vorbeiführen. Gott sei Dank ist kein Unfall passiert. Herr Weigel, das Buch heißt Ehrlichkeit ist eine Währung. Schwören Sie, dass die Geschichte wirklich stimmt und Sie nicht einfach nur ein Witz ist und Sie sich ausgedacht haben? Nein, die Geschichte stimmt. Ich weiß sie wirklich von Helmut Kohl. Strauß hat sie nicht erzählt.